Söder will ja mit Bayern jetzt so richtig in die Raumfahrt einsteigen. Heute startet Bayern sein Programm Bavaria One. Ja, das bayerische Weltraumprogramm Bavaria One. Oder wie man im Rest der Republik sagt, Deep Space Nine. Also, was soll das? Was denkt er sich dabei? Hat irgendjemand eine Ahnung, was da die Idee dahinter ist? Soll die Rakete am Ende noch den Sieg bringen? Die letzte Rakete, mit der das ein Politiker versucht hat, war die V2. Aber gut, sollen sie mal machen, von mir aus. Ich freue mich ja drauf, wenn Andreas Scheuer drauf besteht, dass das Raumschiff auf jeden Fall mit einem Dieselmotor von BMW angetrieben wird. Wenn Horst Seehofer im Universum versucht, die Grenzen zu sichern, sollen sie mal machen. Markus Söder, unser Allöhi, hat... Herr, mit dem Söder Future Programm. Wir launchen jetzt die Big Tickets, nicht wahr? The Hyperloop, ja? The Bavarian Space Program, Bavaria One, the Artificial Bavarian Intelligence Program. Ja, wir haben ja einen bayerischen Space Roboter gebaut, den Weltraum-Seppi. Ja, der läuft mit Weißbier und hat das Gesicht von Markus Söder. Es ist ein Söder-Avatar, nicht wahr? Ja. Also technisch perfekt, aber keinen Charakter. Und wenn man ihn einschaltet, zerlegt er sich selbst. Also, was soll denn der Weltraum-Seppi, was soll denn das geben? Ich meine, ja, der macht im Space dann Dinge, Space-Dinge eben. Also der Weltraum-Seppi wird Antworten auf die dringendsten Fragen der bayerischen Bevölkerung finden. Wie verhält sich ein Kartoffelknödel im Vakuum? Wie reagiert die Atmosphäre des Mars auf einen Euro-3-Diesel? Wohin fliegt ein gewatschtes Kind in der Schwerelosigkeit? Herr Schaffert, ich weiß nicht, was ich sage. Das war's, Leute.